Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Trilogie-Box von Sido. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Trilogie von Sido aus dem Jahr 2008. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier einmal die Maske von Sido. Das Ganze hier auf so weißen Rosen aufgebettet. Hier oben lesen wir Akku Berlin präsentiert. Links oben noch den Schriftzug von Sido. Und hier unten haben wir einmal links den Verbraucherhinweis, harte Texte. Dann hier Trilogie mit einem Dreier im O. Und dann rechts noch das Logo von Akku Berlin. Auf der linken Seite lesen wir nochmal Sido Trilogie Agro 084 Box. Auf der rechten Seite dasselbe. Und auf der Rückseite bekommen wir den Inhalt präsentiert. Wir haben hier die drei Alben, also die Maske-Trilogie. Wir haben hier einmal das Album Die Maske. Das X bedeutet, dass das Ganze in der geschnittenen, also in der Version nach der Indizierung gestaltet ist. Dann haben wir das Album Ich und Ich und meine Maske. Und dann auch noch Ich, der Film, plus Videoclips und Extras, Credits und Barcode. Ja, also, wir haben hier 18 Tracks vom Album Maske, dann haben wir hier 22 Tracks vom Album Ich und dann haben wir nochmal 20 Tracks vom Album Ich und meine Maske, macht in Summe dann 60 Tracks. Das Ganze ist ein Pappschuber, der einfach hier abzuziehen ist. Und dann haben wir hier so ein Buch, das rein von der Optik von vorne zumindest gleich aussieht. Auf der Rückseite haben wir hier nicht den Inhalt aufgelistet, sondern Sido Trilogie, den römischen Dreier, darunter Agro Berlin und Credits. Auf der Seite lesen wir auch wieder Sido Trilogie Agro Box. Das Ganze geht dann hier auf. Und dann haben wir hier einmal das Album Maske und einmal das Album Ich. Werden wir uns gleich mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Also, so sieht das aus. Maske, auch hier wieder das X hinten dran. Dann haben wir das Album Ich. Hier hat Sido die Maske abgenommen und trägt sie so auf dem Kopf, nicht mehr vor dem Gesicht. Und links noch ein Holzbrett, eine Nagelkeule. Sido Ich. Hier hinten sehen wir dann Alpagan, der hinter den zwei CDs war. Maske X, Ich und Sido. Als war das Intro bzw. das Video zu meinem Blog, hat ja angefangen mit Steig ein. Das war so ein Split-Video von Steig ein und dann mein Blog. Und hier sehen wir gerade die Phase von Steig ein, wo in Alpa gerade Richtung MV, also zu seinem Block fährt. Und dann haben wir hier noch eine CD und eine DVD. Also das hier, was sehr stark an das Cover erinnert. Die Maske mit den weißen Rosen. Das ist das dritte Album, also Ich und meine Maske. Auch wenn es jetzt hier nicht draufsteht, hier steht nur Trilogie. Also das Album Ich und meine Maske. Und dann haben wir eben noch die DVD, die Ich-DVD mit dem Bonusmaterial. Also ein Blick in die Ich-Tour, Videoclips und Extras. Sieht dann so aus. Und dahinter, ja, verschwommene Bilder. Hier haben wir einen Tätowierer, der scheinbar gerade Sido tätowiert. Und hier noch die Infos zum Artwork bzw. zu den Fotos. Gut, wir packen die CDs bzw. DVDs mal wieder zurück. Und dann schauen wir uns noch die Box bzw. das Buch, welches sich hier noch befindet, genauer an. Also, auf der ersten bzw. letzten Seite die drei CDs und die DVD. Und dann haben wir hier jede Menge Fotoaufnahmen, die hier im Entstehungsprozess der Alben gemacht wurden. Also hier haben wir Live-Auftritte, Videodrehs,
Die Szene hier zum Beispiel ist, wenn ihr es noch wisst, aus Ansage 4, wo Sido ja am Klo sitzt. Deine Lieblingsrapper Sido und Harris. Das sind noch Aufnahmen aus Maskezeiten. Wieder B-Tide und Sido. Das war von Steh wieder auf. Der Weihnachtssong. Das dürfte Fuffis im Club sein, wenn ich mich nicht täusche. Wieder Sido vor dem Block. Agro-Ansage 4. Also jede Menge Fotos, die uns hier an die guten alten Zeiten mit Sido erinnern. Damals, als es das Label Agro Berlin noch gab. Das war auch damals so die Hochphase von Sido, also spätestens mit Ich hat er dann auch die ersten richtigen Erfolge gefeiert. Chartplatzierungen, Goldauszeichnungen etc. Ja, finde ich schön, dass man hier so in Nostalgie die ganzen Sachen nochmal sich anschauen kann. Dann haben wir hier noch die Tracklist vom Album Maske. Dann die Tracklist zum Album Ich. Dann die Infos, was sich da auf der DVD befindet. Und dann natürlich auch noch die Tracklist zu Ich und meine Maske. Ja, das war's. Also, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in diesem Buch befindet. Einmal das Album Maske. Einmal das Album Ich, einmal das Album Ich und meine Maske und dann die Ich-DVD plus diese Informationen bzw. diese Fotoaufnahmen zu den diversen ja, Making-ofs und Videodrehs. Das Ganze kommt in dieser Box, in diesem Pappschuber. Also, das alles in dieser wunderbaren Box. Trilogie von Sido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.